Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Metal Gear Rising Revengeance. Wir sind immer noch in Pakistan. Raiden, there is no time to worry about the soldiers. Get to the control tower. Okay, dann gehen wir zum Kontrollturm. Ich meine, warum nicht? Wenn Boris das schon sagt, dann machen wir das doch. Uppala! Kann ich nicht durch? Alle hüpp. Ist es nicht, ich soll mich nicht darum kümmern? Hallo? Achso, geht doch. Nee, geht nicht. Also muss ich mich doch um die Soldaten kümmern. Boris ist so ein. Ist so ein Bübel. Oh, das war eine Rakete. Ja, macht deine Schlagfolge, komm. Hörst du auch mal wieder auf? Ah. Alles, nur nicht mit dem Stick wackeln, ja? Ich tue alles, aber hört auf. Und schon haben wir einen Arm hier. Haha, more classified data. I believe I have all I need for a little surprise. Das ist eine Überraschung. Ich mag Überraschungen. Nee, ich mag eigentlich keine Überraschungen. Vielleicht bekomme ich irgendein geiles Upgrade dadurch. Wer weiß. 3,6% Lebensenergie noch. Holy moly. Das war mehr als knapp. Bleiben, sammeln das auf. Da ist er. Mist, ich schieße Raketen die ganze Zeit. Und wie willst du denn halten ohne Arme? Hä? Huh? Da ist noch einer mit RPG. Ich fand das jetzt schon ein bisschen seltsam von Boris. Er sagt, ich soll mich nicht drum kümmern, aber weiter kann ich dann trotzdem nicht, dank Level Prinzip. Der spricht sich so ein wenig, ne? Ja, komm. Also das ist die billigste Abwehr, was sie haben können. Normale Soldaten und normale Geschütztürme. So, darf ich jetzt rein? Danke! Ah, das ist das Desperados-Flugzeug, was wir am Anfang vom Spiel gesehen haben. Ach, ich glaube, ich könnte mich da durchschleichen, wenn ich gut genug wäre, oder? Dann müsste ich mich nicht um die Feinde kümmern. Das könnte ich mir vorstellen. Warum kommen da eigentlich nur noch so die... Aua! Wartet mal. Ob das so viel Spielzeug irgendwie, was ich noch nie benutzt habe in dem Spiel. Danke Kamera, dass ich was sehen dürfte. Das ist echt nett von mir. Hallo? Könnt ihr mich nicht alle in Ruhe lassen? Und noch ein Ärmchen. Und eine ins Gesicht. Jawoll! Ich kenn mich schon gar nicht mehr aus. Au. Aber die sahen auch schon alle mal besser aus. Es wird richtig hektisch mit den Kämpfen hier. Ah, jetzt hab ich das nicht bekommen. Weil er mich noch getreten hat, dass ich ihn zerschnitten habe. Das ist ein fies. Wenigstens deins, ja. Sollte ja auch irgendwas geben, wenn man sich 20.000 solche Rippenmarks-Dinger besorgt. Also geht doch. Darf ich jetzt raus? Nee. Oder doch? Ich mach mir den eigenen Weg. Und gut reingelaufen.
Oh, wo kam das jetzt her? Bam. Dieser blöde Geschütze. Ich wollte das Menü aufrufen. Vielen Dank, dass ich das durfte. Da. Ich hab doch so nette Spielzeug. Warum nehme ich das eigentlich nie her? Ah, mein Gott. Hallo, darf ich vielleicht mal aimen? Nein? Arschgesichter. Ja, Missgeburt. Ist recht. Ja, es gibt schon so ein paar Sachen, die sind ein bisschen nervig an Rising. Aber gut, damit kann ich leben. Macht überhaupt nichts. Oh, jetzt aber. Jetzt bekomme ich haufenweise linke Hände. Ich mach gern deine Energie. Ah, das fällt jetzt zu weit weg. Ich habe aber auch immer ein Glück, ne? So, wir jetzt Dinger rein für den Fall der Fälle. Warum ist mein Hundi down? Saucy Jack. Just a little too late, as usual. Armstrong. Impressive little toy you've got there. But your plan ends here. Idiot. You're not ending our plan. You're expanding it. Check the internet lately. Ryder, Air Force One is turning back to the States. What? How'd they know? Someone posted photos of what's happening on the base. The whole world is up in arms. Show me. How did they? The story leaked early. Then Marshall's plan is ruined. The hell it is. Look what they're saying. The story just went live, and already they're calling for blood. But the president was saved. And yet American blood was spilled. By Americans. Besides, a few dozen soldiers is tragic, but nothing to start a major war over. That's just a spark, son.
the excuse we've been waiting for. America's wanted this war for years. The Patriots, they knew war was good for the economy. 4 years later, their legacy lingers on. The memes. They left us their great isms. Nationalism, unilateralism, materialism. Welcome maxims for those with no faith, without guiding principles of their own. Give yourself up to the whole. No need to better yourself. You're American. You're number one. Then the only value left is dollar value. The economy. So we'll do whatever it takes to keep it humming along. Even war. Especially war. Bullshit! The Patriots planted the seed. We don't need them around to filter and foster their memes any longer. We're spreading them just fine ourselves. Every American man, woman, and child. We're all sons of the Patriots now! We just need something to jumpstart the economy out of this funk. This recession it's been stuck in since the fall of SOP. And the military costs? Wasting billions is going to help the economy? BMCs, arms manufacturers, job creators, Jack. All those workers spending money, paying taxes. Trust me, a little war can work wonders. So grease the gears with some innocent blood, is that it? Oh, relax, Jack. It's a war on terror. We're not out to kill civilians. Extremists, lawless gangs, madmen. Of course, that would have to include you. Wouldn't want any eyewitness reports complicating the message. Gott, wie soll ich das vernichten, bitte? Metal Gear Spider, oder? Das ist ja krass. Metal Gear Excelsis. Halten Sie Metal Gear Excelsis auf. Ja, kein Problem. Für uns ist das kein Problem. Jetzt mal sehen, bitte. Oh, ich sollte vielleicht gucken, was der Gute macht. Aha! Ich kann Check das eigentlich blocken, das würde mich mal interessieren. Ich stehe doch hier rum und kämpfe, Mann, was willst du eigentlich vor mir? Das erinnert mich irgendwie so an den Shadow Hut von... Ist der Shadow Hut? Weiß es gar nicht. Von Metal Gear Solid Snake Eater. Nee, der ist nicht Shadow Hut, der ist anders. Willst du mich zertreten, oder was? Der ist ja witzig, der Boss. War bisher also nicht besonders schwer, muss ich sagen. Weil da war Metal Gear Rex vom ersten Metal Gear Solid deutlich schwerer. Na gut, da haben wir kein Ninja gespielt. Gib deine Panzer und Flippen an, Freund. Da geht das ganze Bein flöten, das ist noch besser. Ja, die Größe macht's halt nicht, ne? Bei solchen Sachen. Das hat Gray Fox damals schon bewiesen. Oh, fällst du auseinander?
würde ich jetzt so gerne aus seiner Kapsel rausziehen. Tja. Excelsus. Oh, Geckos, yay! Ja, genau. Oh, oh. Wie zum Teufel weiche ich dem aus? Weiß kein Mensch. Okay. Alter, hört dein Lasern auf mit den Railguns. Ja, ich brachte ihn nicht her. Danke. Ah, volle Energie. Ah, ich weiß nicht, ob es den Geld wert ist. Komm her. Du hältst nicht mehr viel aus, du bist fast down. Das checkt der Tute hier nicht. Das sind halt Anzugträger, ne? Die haben auch keine Ahnung von sowas. Soll jetzt das werden, wenn es fertig ist? Oh. Ah, das wahrscheinlich. Ja, das Timing muss stimmen beim Blocken. Jetzt füßen sie ja schon irgendwie. Muss man ihm lassen. Weil sein Mech hat irgendwie keinen Style. So der Metal Gear Rex, der Metal Gear Ray. Die hat einen Stil. Ah, zu spät gedrückt. Ah, zeigst du mir jetzt ein anderes Beinchen? Ah, das ist aber nett. Das hilft dir aber auch nichts, wie du siehst. Warum wendet jetzt zweimal dieselbe Taktik? Aber ich sehe schon, Raidens Schwert und Mistrals Waffe sind eigentlich die besten, die man haben kann im Spiel. Gut, Sundowners habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber so vom Herrschen der Massen und so weiter ist das schon ganz praktisch. Warte, bis du aus deinem Mech raus bist, dann gucken wir mal in der Stärke jetzt. Wobei ich ihn auch mit Mech besiegen kann, so wie es aussieht. Das ist kein Problem. Joinks! Da ist es weg. Oh, kriegt der Moment. Leg ich dich aufs Kreuz. Und eine riesige Spinne. Sowas finde ich immer schade, wenn der letzte Bonskampf, der letzte Bosskampf einfach in einem Quicktime-Event endet, ja. Wo du eigentlich keinen Skill brauchst für sowas. Sondern nur schnell die Finger, das ist halt... Naja, weiß nicht. Okay. Dass ich der gute Check da keinen Bruch holt, das wundert mich. Jawoll! Aber liebe Leute, wie es weitergeht bei Metal Gear Rising Revengeance, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wahrscheinlich auch schon die letzte Folge. Wer weiß, ich weiß es nicht. Ich sag wie immer, stay tuned. Stay tuned. Und so long.